Scheiße, es ist Up Your Ex, man. Reagier auf Icon. Crazy. Icon 5, ne? Wir gehen einfach rein. Yo Leute, was geht? Ich hoffe, alles fit bei euch. Bevor wir jetzt in die Episode reinstarten, möchte ich mich erstmal ganz herzlich für euren Support bei der letzten Episode bedanken. Und als kleines Dankeschön haben wir 50 Tickets für das Icon 5 Live Event, was am 5.8. Ich muss nicht irgendwie Dings rein, ne? Ich brauche da kein Background Knowledge, ne? Ich gehe da einfach rein, Digga. In Viersen stattfindet, zu verlosen. Alles, was ihr tun müsst. Nächste Folge bei 12.000 Likes. Stell mal vor, das hat 10.000. Um eins von diesen Tickets zu gewinnen, ist like das Video und kommentiert eure Lieblingsgruppe unter das Video. Die Gruppe, die die meisten Kommentare von euch erhält, bekommt von uns 50 Tickets, die sie... Das frage ich mich auch gerade, das steht einfach im Titel sogar. Bro is starving. Er hat es geschafft. Aber ich frage mich, was passiert, wenn 10.000 wäre die Folge wirklich nicht gekommen? Instagram an euch verlosen und verschenken. Aber falls ihr nicht auf euer Glück warten wollt, dann klickt jetzt den Link unten in der Videobeschreibung und sichert euch jetzt ein. Was ist das? Was ist das? Dying for clips. Man, I'm starving. Give me some. I'm gonna leave here with some. I'm from the way. I'm gonna leave here with some. Red, abziehen. Packen. Runter. Bett abziehen, Tasche packen, einmal runter, ja? Ach so, okay. Ey, was soll das? Ist doch alles in Ordnung. Bettwäsche abziehen, Tasche packen. Runter. Es geht ab. Ich bin auf jeden Fall gerade aufgestanden. Ah, da wär. Auch, wir haben eigentlich gut geschlafen. Warum sieht das aus wie Knast bei euch? Das sieht aus wie Knast. Heute wird auf jeden Fall abgerissen. So, das ist ja eigentlich... Ist das Knast, um einfach so eine Atmosphäre zu gestalten für die... Für die Teilnehmer, damit sie sich noch mehr Straße fühlen? Oder damit sie noch besser rappen? Wir machen dann, was die anderen Künstler vielleicht gerade im Kopf haben. Sie chillen noch raus. Hör doch einfach auf zu reden, wir sind happy, Bruder. Ich will einfach abliefern. Und dann nach Hause gehen. Genau das ist das Ding. Einfach lass mal starten. Großes Mikro. Kamera. Den habe ich persönlich auch getroffen. Sehr witziger Typ. Siehst du das Film, du Peach? Ich geh mein Bart rasieren. Ja, wirklich. Den kennen wir auch. Better way. Kennen wir auch. Das ist nicht normal. Also wirklich 4 Uhr morgens, die machen eine Randale bei uns. Ich weiß nicht, wie das die nächsten Tage so weitergehen soll. Ich weiß, es ist wirklich toll. Leiser, bitte. Kannst du bitte rausgehen? Kannst du bitte rausgehen? Ja. Oh, der sieht aber, ich bin ehrlich, der sieht nicht aus wie ein Rapper. Der sieht viel mehr so aus, als chillt er mit Rapper. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, wo ich gerade herkomme? Er sieht aus, als würde er mit Rapper chillen, aber keiner sein. Er ist so im Hintergrund einfach. Kannst du bitte rausgehen? Tim Bensko. Kannst du bitte rausgehen? Ja, da. Schlag, Bajo. Komm. Aufwachen! Was genau, wie geht's euch? Leute, ich bin gerade aufgestanden, ich weiß gar nicht, was da abgeht. Skandal. Was? Here comes the money. Here we go. Saman, Digga, küss dein Herz. Ein Mann in der Zelle. Deswegen here we go. Will ich mich leider nicht befriedigen. Wir müssen jetzt erstmal die Sachen rausholen, die wir natürlich alle gebunkert haben, weil wir dachten, wir kriegen alles. Ihr werdet wenig schlafen, dann ist es, weil ihr wenig schlaft. Wenn ich sage, dass es anstrengend wird, weil es anstrengend wird. Bei Icon 5 werden wirklich nur die Stärksten von euch überleben. Mental, sowohl als auch Künstler. Bobby Van Damme. Tut mir alle mal bitte einen Gefallen und schaut nach links und schaut nach rechts. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die neben euch steht, heute Abend weg ist, ist sehr groß. Immer diesen, das macht man immer, ne? Das heißt für euch... Einfach Hauptschule 10b, Klassenfahrt. Und er ist wirklich so ein Lehrer, Digga. Nehmt den Tag, der heute ansteht, ernst, gebt euer Bestes, denn es geht nicht nur darum, euch zu präsentieren, ansteht ernst. Kannst du Nils grüßen, Abi? Grüße geht raus an Nils, Digga. Grüße geht raus an nichts, Digga. Gebt euer Bestes, denn es geht nicht nur darum, euch zu präsentieren, sondern auch um euer Leben in diesem Was Spiel. Ist passiert, Digga? Damit gesagt, ihr wurdet alle aufgeteilt Was ist in passiert? Fünfergruppen. Ihr hattet Kannst schon Zeit. Kannst du diese Stimme ändern? Ob ich diese Stimme ändern kann? Ja klar, gefällt dir die nicht? Jo, wird gemacht. Auf jeden Fall, wird geändert. Super, danke sehr.
Kannst du Nils grüßen, Abi? Wird auf jeden Fall gemacht, Bau, ist registriert, wird geändert. Sofort. In Fünfergruppen zusammenzuarbeiten. Sofort. Ihr werdet heute die Chance bekommen, diese Songs vor der Jury zu performen. Die Jury wird entscheiden, wer von euch am Ende des Tages nach Hause geht. Ein kleines Wort der Warnung, bevor ich euch gehen lasse. Ich weiß, ihr seid in Gruppen unterwegs, aber am Ende... Er denkt hier. Ein kleines Wort der Warnung, bevor ich euch gehen lasse. Er denkt, er wäre Main Character. Er denkt zu sehr, er wäre Main Character. Ich weiß, ihr seid in Gruppen unterwegs, aber am Ende des Tages könnt ihr keinem hier trauen. Das Einzige, was wir wussten, 9 Uhr aufstehen, was am Ende des Tages passiert, wussten wir leider alle nicht. Ich komme immer noch nicht klar, Skandal. Und dann wurde uns gesagt, was zu tun ist. Ihr habt so und so viel Zeit, jetzt einfach nur schnell einen Song fertig zu machen, um den dementsprechend gleich zu performen. Das Einzige, was uns gesagt worden ist, großteils der Künstler, die rechts und links neben euch stehen, werdet ihr wahrscheinlich morgen nicht mehr sehen. Er kann sich aber... Ich schmeiß mich einfach ins kalte Wasser, was kommt, das kommt. Proben, schreiben, ach Bruder, ich mach einfach. Solche Leute wollen Gewinner sein, aber solche Leute wie ich sind Gewinner. This is the difference, you know? Doch, auf Englisch. Schon da, weil vor allem, wenn man die Challenges, die man zugeteilt bekommt, auf einmal mitbekommt, dann... Akawi. Die allererste Frage ist, fuck, was soll ich machen, mit wem und so, dies, das. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus, so, was, wenn ich keinen finde, was, wenn ich keinen Song schaffe, alles drum und dran. Wir sind gestern hier angekommen, nächsten Tag, Loco. Ohne Schlaf, die ganze Zeit gleich, ohne Essen, wir sind am Arsch und jetzt müssen wir gleich noch performen. Was ist das, Digga? Das ist Guantanamo Bay? Wir wollen uns umbringen, wir sollen Hits machen, aber werden dann sterben, dann soll ich... Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Warum reden Kennex, wenn sie irgendwas erklären, immer und nicken? Und dann, ne? Wir wollen Hits machen. Ne? Warum ist das? Warum, Digga? Ja, was soll ich sagen? Ja, wir haben auf jeden Fall einen krassen Track vorbereitet. Ich würde sagen, ich habe mich gefreut auf jeden Fall, als wir das im Produkt. Oder Hairline ist crispy. Weil diese Lampe, die mich alle crispy, ey, Hairline, gib es doch. Das kannst du beten. Ja. Bruder, ich bitte dich. Was haben wir? Hier gibt es nichts zu essen. Wir sind hier Ruhe vor dem Sturm. Queres. Wir warten jetzt auf die Generalprobe. Jeder hat seinen Text auf jeden Fall drauf. Es gibt eine miese Icon 4 Runde 2 Flashbacks, wo mein Bühnenauftritt zwar nicht so gut war, aber da braucht mir eine zweite Runde. Wir machen diese alles vergessen. Wir haben einen guten Track vorbereitet, das wird schon. Adonis. Das wird schon eine gute Runde. Ach, hier geht der Frontkick, Leber mit Nike. Dritter, der Rest ist scheißegal und der Rest ist doch illegal. Ich bin mit Kennern unterwegs. Deine Kraftbar ist auf einem Film. Ne Pille und ich glaube, sie ist voll auf Ried. Mein Joint spliffen, guck, wie ich geht. Motherfuck spliff, während du gerade gibst. Hat schon General bereit, hat den Genitalbereich. Deine Mama steht da drauf und macht den gerade gibst. Was? Was? Der mit dem Fennelbatsche-Anzug, ne? Wer war dieser Rentner? Deutschlands General bereit, hat ein Genitalbereich. Deutschlands General bereit, hab ein Genitalbereich, was? Deutschlands General bereit, hat ein Genitalbereich. Hat einen Genitalbereich? Was? Deutschlands General bereit, hab ein Genitalbereich. Bars! Bars! Deine Mama steht da drauf und macht den Genital bereit! Let me tell you something! Let me tell you something! Deutschlands General bereit! Deutschlands General bereit! Hat den Genital bereit! Hat den Genital bereit! Deine Mama steht da drauf und macht den Genital bereit! Macht den Genital. Soll ich nach oben machen? Und ein bisschen kleiner? Oder unten ein bisschen kleiner? Let him cook. Who let him cook? Who let him cook? MSK 12 Rap. Digga, das war auf jeden Fall Bars. Das war Bars for Bars. Bei. Wann kommt Podcast? Ich ziehe meine Waffe zum Genitalbereich. Deine Mama steht da drauf und macht den Genital bereit. Ich ziehe meine Waffe, zähle dann die Wache. Pussy von deinem Chaya, ja, geleckt in meine Haare. Das macht dumm, dumm, tach, tach. Du brauchst deinen Partner oder mach aus Gangster, doch du bist wie eine Bitch, bra. Ich seh für die kleinen Nitter wieder keine Gegner. Wenn kurz sieht sein Jarak aus, 2 Meter. Das war ihm auch unangenehm. Das war ihm auch unangenehm.
Der Freestyle war leider sorry as fuck. Für die kleinen Nitter wieder keine Gegner. Wenn's kurz ist, ein Jahr lang aus 2 Meter. Nein. How does he know? Who told him? Für die kleinen Nitter wieder keine Gegner. Wenn's kurz ist, ein Jahr lang aus. Ey, oh, wie tief ist das Wasser eigentlich? 2 Meter! Oh, scheiße. Das ist mir ein bisschen zu crazy, doch. Das ist zu crazy. Bitte, Alan hier nochmal. Das ist zu crazy. Skelpcha, Dari, Race und Seko. Wir gehen jetzt erstmal. 2 Meter! Mit Red Bull, mit Jack Daniels, mit Zigaretten. Kommen wir mal alles zu den Songs. Jede Gruppe von euch hat jetzt noch 15 Minuten Zeit zum Positiver Rassismus. Mach hier alles kaputt, Mann. Ich werde meinen Vierer extra wegen sie umschicken. Ich werde sie dissen. Nee, aber kann ich irgendjemand von euch meine Nummer geben? Weil ich muss andere Sachen machen. Ihr würdet mir voll die Arbeit abnehmen. Man muss halt einfach nur abliefern. Du musst, wenn es hart auf hart kommt, musst du einfach abliefern. Das ist das Einzige, worüber man sich Sorgen machen sollte. Der General, Deutschlands General bereit. Genitalbereich. Sie macht ihren Genital bereit. Okay. Auf Locke, Gruppe 7, machen wir. Fokussiert euch auf die Melancholie, meine Freunde. Die Chemie in unserer Gruppe war einfach zu krass. Jeder hat an den anderen gedacht. Zu wild. Und ich bin einfach gespannt auf die Resonanz. Überflüssiger Witz gewesen. Unnötig. Okay, Adonis, Kenan, Kelly, Quaris und Sentry. Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Challenge von Icon 5 in Runde 2. Ihr seid die erste Gruppe heute. Wie fühlt ihr euch? Sehr gut. Sehr gut. Wie war die Vorbereitung? Ready. Ja. Dann viel Spaß. Wir erwarten auf jeden Fall volle Leistung. Dankeschön. Ihr werdet nicht enttäuscht. Fronko, was geht? Wish, was geht ab, Marbro, tanz im Nike-Tag an, ich bring Saft und Coke. Beat ist geil. Während du grad da wartest, bis Sattler kommt, sitz ich bei dir zu Hause und lass die Kachel an. Mach die Taschen voll, weil ich mach dich leer. Bis Sattler kommt, sitz ich bei dir zu Hause und lass die Kachel an. Mach die Taschen voll, weil ich mach dich leer. Was sind Plattengold, gib die Platten her. Was sind 100k, ich werd Millionär. Ja, der ganze Scheiß ist nur die Spitze vom Berg. Ey, was Quatsch, nicht Rappen von Waffen, doch alles Plastik. Babbelt sie von Kissen, doch seit 7 für ein Gast. Auf ersten Blick erkennt man, was du für ein Schwanz bist. Deshalb kann es passieren, dass ich mich schämst. Einfach OZF, meine Klick, meine Gang, meine Kip, halt besser die Stellung, Sibi, wenn wir kommen, wird gefickt. Die räumen alles ab, hinterlass keine Spuren. Das Einzige, was du findest, der Filter von meinen Schuhen. Aue! Komm in die Mount Kali, Niederland-Shit, dein Zeug ist dann hier. Mit den ersten Mati, büßt sich die Bitch und saugt am mein Kari. Mein Spanol ist Sash-Geschmack, in den Konvoi pack Flatschko ab. Schon wieder die Leute aus Nachbarschaft, meckern rum, weil die Beute dort gestanden. Sag mir, wie oft diese Déjà-vu. Wo hat er das jetzt raus? Der hat auf jeden Fall am Anfang kein Deutsch geredet. Also das war kein Deutsch. Ich habe nichts verstanden. Und danach habe nur Salzgeschmack verstanden. Ich habe wirklich nichts verstanden. Und dann auf einmal R&B. Aber der erste Part vom Typ war nicht schlecht. Fand ich gut. Wir sind gezeichnet vom Leben. Woher kommt jetzt Beat Switch? Okay, schwarzer Bruder enttäuscht nicht, Digga. Deshalb sind die Westen nicht weiß wie beim Zahnarzt. Wir sind gezeichnet vom Leben, deshalb sind die Westen nicht weiß wie beim Zahnarzt. Okay. Sag ich von der Strada, wenn ich keine Vorsicht habe, land ich in Gefahr. Bruder, dann in der Tür. Schwarzer Bruder, enttäuscht nicht. Jeder kennt die weißen Westen beim... Wer kennt sie nicht, wirklich? Die weißen Westen beim Zahnarzt, auf jeden Fall.
Gerade wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gefahr. Bruder, dann in der Tür. Bruder, dann in der Oh, scheiße. Sorry, kann ich nochmal? Kann ich nochmal eigentlich? Gerade wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gefahr. Bruder, dann in der Tür. Bruder, dann in der Tür. Bruder, dann in der Tür ist krass. Sag ich von Estrada, wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gefahr. Bruder, dann in der Tür. Bruder, dann in der Tür. Dann in der Tür. Disconnect. Bei mir, er hat mein WLAN. Er ist mit WLAN verbunden. Er ist mit meinem WLAN verbunden. Bruder, dann. Bruder, dann. Bruder, scheiße, ja, hab verkackt, ja, lass ihn nochmal, lass ihn nochmal ran, Digga, bitte gib mir noch eine Chance. Die Besten, ich weiß, wie beim Zahnarzt, die Namen trag ich von Estrada, wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gefahr. Bruder, dann in der Tür. Bruder, dann, scheiße. Stopp, kurz, Jungs, stopp. 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 Stopp, jo. Danke sehr, danke sehr. Mach bitte den Beat aus kurz. Mach den Beat aus, Cousin. Digga. Was ist los, Chris? Oh, dieses Lächeln vom Beat ist jetzt auch nervig, Digga. Was ist los, Chris? Was soll das? Digga, er kann einfach Lehrer sein. Was war los? Alles gut? Brauchst du Wasser? Bruder, dann in der Tür. Hey, was ist los? Das ist das Ding. Wisst ihr, was gerade bei Kiris abgeht? Er kämpft um sein Leben. Er kämpft um sein Leben. Er braucht kein Wasser. Das Letzte, was er braucht, ist Wasser gerade. Er hat einfach verkackt. Brauchst du Wasser? Ja. Ich glaube, daran liegt es. Gib bitte Wasser. Gib bitte. Nein. Du brauchst kein Wasser. Du hast einfach reingeschissen. Du bist hier, Digga. Du bist das ja, Moni. Du weißt das. I think I need to be with right now. Oh, killing me with this. I can't have 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. You're killing me, man. This is not about music. I'm trying to have a relationship with my kids, and I can't do it. I'm fighting for my life. Y'all just don't want to believe the truth. You don't want to believe it. Quit playing. Robert. I didn't do this stuff. This is not me, y'all. I'm fighting for my life. Das ist so geil, Digga. I'm fighting for my fucking life. Ich brauch kein Wasser. Brauchst du Wasser? Ja, ja. Brauchst du Wasser? Komm mal her. Hey, was? Ah, wie ein Schulkind. Brauchst du Wasser? Komm mal her. Hey, was ist los? Oh, fuck. Alles gut, trink. Alles gut. Hey, warte mal. Ey, Jungs. Fragt ihr mal jemand? Ey, wir unterbrechen das kurz. Geht mal bitte 5 Minuten alle an die Luft. Kommt in 5 Minuten wieder rein, ja? Eieieiei. Das fängt echt scheiße an, Alter. Fuck. Aber ist echt. Gar nicht mehr. Der Bruder. Wow. Bruder, jetzt entweder. Ich muss jetzt so rausgehen. Ich kann nicht anders. Weil die sich so schnell bewegt haben und so. Ja, viel Druck, glaube ich. Weil die sich so viel bewegt haben. Die Jungs haben nur ein bisschen gebounced. Die haben so gemacht.
Menschen, weil die sich so schnell bewegt haben und so. Der hat viel Druck, glaube ich. Der Ries hat viel Druck. Weil der kommt von Icon 4. Ja, ja, der hat viel Druck, der Junge. Ich hab gar keine Luft bekommen. Das ist so stinkst. Ey, Colin, wenn es denn so schlecht geht, sollen wir nicht die Gruppe switchen lieber? Weil so kann. Ich schwöre, ey, ich werde den irgendwann mal anschreiben, wenn krass überwachst. Ich sag, Bruder, sei ehrlich, du hast gelogen. Er wird ja sagen. Kann er nicht auftreten? Wie soll er seine Be- Er lügt, Digga! Wie fühlst du dich? Hey, hey, Wasser. Wie fühlst du dich? Ja, Bro. Kev. Lass den Menschen lachen, das bringt nichts. Keris, gehst du... Er muss auch lachen. Er muss auch lachen. Kamera zeigt einfach so. Oh, mir schwind... Oh, mir ist so schwindelig, Digga. Boah, mir ist so schwindelig, Digga. Ich kann das nicht mehr. So. Digga. Er müsste einfach hinnehmen. Er müsste einfach Niederlage hinnehmen. Gehst du mit dem Team runter? Mit dem Wert? Take that L, Bruder. Runter, guck, dass nichts passiert. Cap. Geh raus auf den Hof, schnapp ein bisschen frische Luft. Bruder, Scheiße, Bruder. Nein. Geh dein Red. Und sobald du Red bist und du sagst, du bist bereit, dann. Geh dein Gesicht waschen, trink was und so. Können wir noch einen Wärter bekommen, bitte? Ein Wärter, ein bisschen aufpassen, dass ihr Ries jetzt nicht stolpert oder so. Er hat die Aufgabe der anderen auch gelernt. Ja, komm, geh mal raus, dann geht der dann weg. So zu viel. Er wird rausgetragen. Das ist so zu viel. Ey, er ist Schauspieler. Warum die Musik auch noch? Und dies Dramatische. Neues Team. Er zieht durch. Ja, Jungs, herzlich willkommen. Gutes Material für Make It Mean. Zweite Runde von Icon. Wie fühlt ihr euch? Wir fühlen uns gut. Sehr gut, sehr gut. Blendend. Sehr motivierend. Okay, seitlich. Wir fühlen uns gut. Sehr gut, sehr gut. Blendend. Blendend. Digga, ich liebe meine schwarzen Brüder, Digga. Blendend. Sehr motivierend. Okay, seid ihr ready? Sehr wild. Er musste nichts sagen. Wir haben schon genug gehört. Er musste nichts sagen. Er musste da nicht rein. Sehr gut, sehr gut. Blendend. Sehr motivierend. Okay, seid ihr... Guck mal, wie thirsty er war. Also jeder hat jetzt was sehr gesagt. Gut, sehr gut. Blendend. Sehr motivierend. Jetzt, er sagt... Boah, ich muss auch jetzt einmal kurz was sagen, Digga. Ich muss irgendwas sagen. Sehr motivierend. Motivierend. Okay, seid ihr ready? Sehr wild. Sehr wild. Er hat gewartet für diesen Augenblick. Oder hat er ready sein Daddy, weißt du ja schon. Wir sind ready geboren, Habibi. Jetzt, er will nochmal was sagen. Seid ihr ready? Auf jeden Fall, Mann. Bruder, der ist auch lost, Digga, der Jury. Wir sind ready geboren, Habibi. Die haben gerade gesagt, uns geht's blenden. Wir sind ready. Wir sind sehr motiviert. Wir sind sehr wild. Wir sind das, was fragt er? Okay, seid ihr ready? Seid ihr ready? Bodi, du hast gerade 5 Antworten gehört. Du hast 7 Antworten zu viel gehört. Auf jeden Fall, Mann. Okay, dann. Jetzt bin ich gespannt. Hey, what, check it up. Check it up. Ich hab Angst vor HD, erspart dir deinen Nachnamen. Ich sorg dafür, dass die Q6 nicht mehr Bahn fahren. Auch geiler Beat wieder. Was für Straftaten, das beruht auf Tatsachen. Mach mir nicht auf, Mann, ich schieb euch flattern ohne Fahrkarte. Ruf die Piras aus Guinea und aus Mali. Fahre vor immer Maserati, kontrolliert das Spiel wie Nani. Jeden Tag am Machen, Brass, Brüff, die Ballast. Sehr sauer, aber ballert. Hab ich keine Zeit für eure Party, weil ich ja genug das war. Ich möchte Rapper in Boxerpose. Nach dem Schluck von der Wodka-Dose. Nein, Bruder, nicht jeder Schwarzer kann doch hier Texthänger haben, Bruder. Warum verliert dieser, das ist L. Blackman heute. L. Black. Wir kriegen hier keine Pause, Digga. Was ist hier los? Erstmal gucke ich mir irgendwie, ABK ist hier uns die ganze Zeit. Jetzt gucke ich mir das an, wir verkacken. Der eine simuliert einfach einen Herzinfarkt. Was ist hier los? Das ist Christ, Motherfucker, du weißt, ich boxer Pose. Nach dem Schluck von der Wodka-Dose. Das ist Christ, Motherfucker, du weißt, ich schick dich schlafen wie eine Vollnarkose. Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine. Symbol mir auf die Fersen, kennt mein Anwalt die Scheiße. Da steht dir jede Verse. Ah, fuck.
das das Ding, Digga. Ein sehr trauriger Tag, ein schwarzer Tag für die schwarze Community, Digga. Ein sehr dunkler Tag. Bruder, er braucht Wasser. Brauchst du Wasser, Bruder? Brauchst du Wasser? Ich glaube, vom vielen Hin- und Her-Bewegen. Er braucht vielleicht Wasser. Bruder, simulier auch. Scheiß drauf. Komm, mach auch auf ohnmächtig oder sowas. Fall einfach um. Wir haben schon verkackt heute. Wir haben heute verkackt. Das ist scheiße. Scheiße, gibt's keine Symbol mehr auf dem Fersen. Kennt mein Anwalt die Scheiße. Da Gigi, der Diversi. Da Gigi, der hat albanisch geredet kurz. Da Gigi, noch eine Bene, Bene. Nein! Schwarze reden kein Albanisch. Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine Symbol mehr auf dem Fersen. Kennt mein Anwalt die Scheiße. Da Gigi, der Diversi. Nein, wir haben heute verkackt. Boah, guck mal, wie der lacht. Schwarze reden kein Albanisch. Noch nie ein schwarzes Albanisch reden wir haben. Wir können sowas nicht. Unsere Zunge ist nicht gemacht dafür und er hat es heute einfach getan. Nein, und guck dir den an. Warum freut er sich so über seinen Downfall? Er hat gebetet für diese Situation. Er fühlt mit, ach, scheiße, mein Bruder, aber der freut sich. Warum freut er sich? Warum ist er glücklich? Mann. Mein Baby, sie bleibt im Loch. Woher kam das? Nein! Woher kam? Der kam richtig. So wie ein Uppercut kam der. My baby, sie will. Man weiß, ich schick dich schlafen wie eine Vollnarkose ab. Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine Symbole. Achtet jetzt nur auf den Bruder hier. Nur auf ihn achten. Guck auf sein Gesicht, wie er sich. Guck mal. Mir auf die Fersen, kennt mein Anwalt die Scheiße. Da GTA die Fersen. Ah, fuck, man. Also. Steht ihr? Achtet auf seinen Kopf. Mir auf die Fersen, kennt mein Anwalt die Scheiße. Da GTA die Fersen. Ah, fuck, man. Mein Baby, sie bleibt im Blau. Digga, kurdische Metre Gims. Crazy. Was ist hier passiert? Der kurdische Metre Gims ist heute geboren. Mein Baby, sie bleibt im Block. Mein Baby. Nein, ey, was passiert hier? Er hat einfach unnormalen Überraschungseffekt. Jo, danke, Leute. Die bleibt auf der Street. Crimes? Was ist los? Es war mir gerade ein bisschen zu. Ich war gerade übertrieben gehypt, so. Ja. Das ist auch eklig zu fragen, was war los? Was war los, sein Bruder? Verkackt einfach. So, und dann habe ich den Text in meinem Kopf. Da war ein bisschen heller, so, aber ich krieg das los mal besser. Okay, ihr kriegt jetzt noch eine zweite Chance. Konzentriert euch. Ja. Let's go. Das ist die letzte. Er muss nochmal. Er tut mir leid, Digga. Er hat schon rasiert und muss jetzt nochmal. Stell dir vor, er verkackt. Alle Schwarze, so gute Schauspieler. Die sind dafür, Digga, born für das Shit. Ey, oh, wesh. Ich hab Angst vor VOD, erspann dir deinen Nachnamen. Ich sorg dafür, dass die Q6 nicht mehr Bahn fahren. Was für Straftaten, das beruht auf Tatsache. Mach mir nicht auf, Mann, ich schieb euch Platan ohne Fahrkarte. Ruf die Brass aus Gini und das Mali. Fahre vor im Maserati, kontrolliert das Spiel wie Nani. Jeden Tag am Machen, Brass, mit wie Ballarabi. Keine Zeit für eure Party, weil ich ja genug das Mann. Ich seh jeden zweiten möchtige Rapper in Boxerpose. Nach dem Schluck von einer Wodka-Dose. Eure Big Brothers machen mir auch Sportskanone. Ich schick sie trotzdem schlafen wie eine Vollnarkose. Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine. Symbol mir auf den Fersen, bleibt mein Anwalt die Scheiße. Da steht dir jede Fake, jede Zeit. Er hat wieder albanisch geredet. Er hat wieder albanisch geredet. Schwarzer Bruder hat wieder albanisch geredet. Daci Shanone sagt die ganze Zeit, ich weiß nicht, was der eigentliche Text sein soll. Und er hatte mich. Ich dachte, okay, er ist jetzt fokussiert. Er ist stark, er ist da. Er macht wieder albanisch.
das ist nicht unsere Sprache. Und ich schick sie trotzdem schlafen wie eine Vollnarkose. Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine. Symbol mir auf die Fersen, bleibt mein Anwalt die Scheiße. Da steht dir jede Fake. Da steht dir keine. Nein! Da steht dir nix! Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine. Symbol mir auf die Fersen, bleibt mein Anwalt die Scheiße. Da steht dir jede Fake. Jede Selbst. Ah, oh, fuck. Mein Baby, sie bleibt im Block. Das ist so geil. Das ist so geil. Der macht auch. Ja, er zieht durch. Er macht weiter, als wäre nichts passiert. Scheiß auf den Schwarzen, der Albanisch reden will. Scheiß auf ihn. Weil. Mein Baby. Weiter geht's, okay? Mein Baby bleibt im Block. Er muss auf Zehenspitzen. Er sieht so. Wow. Scheiße. Mein Baby 7 bleibt im Block, ist jetzt schon Legende. Ich kann nicht. Oh, fuck. Mein Baby 7 bleibt im Block. Aber das war sogar noch krasser als das vorherige. Ich finde, das war noch krasser als das vorherige. Da hat er sich nochmal übertroffen. Jede bleibt. Oh, fuck. Mein Baby 7 bleibt im Block. Ja, Digga. Sie bleibt auf der Freedom. Oh, oh, oh. Mein Baby, sie bleibt im Block. Sie bleibt auf der Street. Oh, oh, oh. Pull up, dreh dich. Ja, die Bitch, Bounce, ich seh dich. 5x50, 2. Yo, aufs Neue die ganze Zeit. Wo kam jetzt Pull up? Ich hab Angst bekommen. Wo kam jetzt Pull up, Pull up? Was ist los? Ich dachte gerade, sein Baby bleibt im Block. Ich dachte, er ist sentimental. Emotional. Ewig, sie geht zurück nach Venedig. Pull up, dreh dich. Ja, die Bitch, protestiert dich. 5x50 ist für ewig. Sie geht zurück nach Venedig. Jede Fake, jede Fake. Mein Baby, sie bleibt im Block. Sie bleibt auf der Freedom. Oh, oh, oh. Mein Baby, sie bleibt im Block. Sie bleibt auf der Freedom. Oh, oh, oh. Pull up, dreh dich. Ja, die Bitch, Bounce, ich seh dich. 5x50, zu ewig. Sie geht zurück nach Venedig. Pull up, dreh dich. Ja. Ja, die Bitch, Bounce, ich seh dich. Ja. 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 Er ist so wütend. Er hat. Ey, Digga, was? Digga, er wurde gestochen von einer Wespe. Er ist sauer. Er ist sauer. Und der ist mir zu gechillt hier. Die denken, dass Delivery, wenn er schreit. Krass, da, safe, da kommt safe. Yo, Bruder, auf jeden Fall starke Delivery. Du hast auf jeden Fall sehr viel Power. Du hast sehr viel Power, Bruder. Und krasse Delivery. Ein bisschen muss man noch hier und da arbeiten, aber du bist krass. So sagen die. Wie vom Teufel verflucht wegen Handy im Blut, ey. Wegen mir hab ich Demons im Kopf, bin auf Gina, dann da drin, dann nimm mir Mann, ey. Wegen mir hab ich Demons im Kopf, na. Wie du bist, dann am Ende dich will, weh. Na. Wenn ich falsch, ich blau, nicht und sie. Bro, ich schaue dir mit Tiger, ich will SUV. Pico, du hast kein Eier, weil du Test tut. Gut aus den La Famille, Fokus auf Bugs von Massari. Ach, ich bin der Party schnell und aus Kassa die Papel. Wieso spuckst du rote Töne, wenn du rest die Gabelle? Bottle Champagner, Glas Miravalia, Tisch alles voll, denn ich flex wie kein anderer. Mein Baby, sie bleibt im Block, sie bleibt auf der Freedom. Oh, oh, oh. Mein Baby, sie bleibt im Block, sie bleibt auf der Freedom. Oh, oh, oh. Pull up, pull up. Die beiden dürfen nicht mehr mitbleiben. Die beiden hier dürfen nicht mehr. Die dürfen nicht so machen. Ja, aber pull up. Dürfen die nicht mehr. Dürfen nicht mehr. Und ganz kurz, was hat er gemacht? Wie wurde er auch weggeschubst von dem anderen schwarzen Bruder? Vom Bensko. Wow. Ach so, ja.
Boah, wie er ihn jetzt wegschubst. Er schubst ihn weg. Das war nicht normal. Er schubst, er sagt, geh weg. Oder lass sein. Fokus auf Platz von Massari. Ach, ich bin der Party schnell und aus Kassa die Papel. Wieso spuckst du rote Töne, wenn du rest die Tinkerbell? Botte Champagner, Glas Miravalia, Tisch alles voll, denn ich flex wie kein anderer. Mein Baby, sie bleibt im Block, sie bleibt auf der Street. Oh, 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 oh. Mein Baby, sie bleibt im Block, sie bleibt auf der Street. Oh, 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 oh. Jetzt geht's ab. Pull up, dreh dich, dreh dich. Ja. Ja, die Bitch, brauch sie, seh dich. Ja. 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 Dreh dich. Ästhetisch. Ewig. Venezia. Mittelfinger. Der war stramm. Der hat seinen Job gemacht und der ist gegangen. Der ist gegangen. Also ich muss auch sagen, sein... Mein Baby, sie werden lang, sie werden the street. Das war auch geil. Dieses Pull-Up-Pull-Up ist Quatsch leider gewesen. Aber dieses... Geil. Der Rest war... Also Bensko war auch stark. Der Rest war Schmo, Digga. Schmodder. Das hat gefetzt. Das war... Das kam auch random. Weil das so random war, war das so geil. Weil das so schön random war. So, danke schön für euren Auftritt. Sei doch einmal ehrlich. Bitte einmal zusammen nach vorne hin. Bruder, du kannst, was erwartest du denn? Du musst doch ein bisschen ruhig bleiben. Ganze Runde war stark, stark. Ja, Bruder, du bist jetzt... Du musst dich auch dementsprechend anpassen. Was erwartest du hier? Was erwartest du hier? Ja, bleib mal locker. Ich muss wirklich sagen, ich bin leider ein bisschen enttäuscht, Jungs. Was war los? Habt ihr euch nicht ausreichend vorbereitet? Die Frage geht... Natürlich, weil zwei verkackt haben mit Text, Kollektivversagen. 100% Kollektivversagen, weil, ne, wenn... Du bist nur so stark wie das schwächste Glied, so. Dein Team ist nur so stark, ne? Und deswegen war es im Großen und Ganzen natürlich, im Gesamtbild war kacke. Aber, so wenn ich jetzt die Einzelnen so benoten müsste, dann wäre es halt so gewesen. Also der Bensko, der Maskenbruder und Metric Reams, die haben geliefert. Vor allem an Smelly und an Crimes. Bruder, eigentlich war Dick ready, ja, Walla, ich konnte... Bruder, eigentlich war Dick ready, ja? Was war ready? Allem Pause. An Smelly und an Crimes. Bruder, eigentlich war Dick ready, ja, Walla, ich konnte Text eigentlich... Also dafür, dass du Dick ready warst, hast du hier wirklich keine Spaß hinbekommen, ne? Ich hab auf einmal Blackout, ich konnte nicht mal ein paar Sachen, ich hatte einfach Blackout aus der Hölle. Er war ready für Genitalfrei. Walla, was soll ich sagen? Ich hab versucht, das Beste zu machen, weißt du? Also ich war auch auf jeden Fall... Dick ready, aber nicht er, ist verrückt. Mal vorbereitet, aber nur dann, naja, da sind so einige Kriterien, die dann der Fall waren, wo man sich dann denkt, okay, der Druck steigt ein bisschen, so. Kurz albanisch gerappt, so. Da muss man sich erstmal ein bisschen wieder finden, weil ich mich die ganze Zeit psychisch darauf vorbereitet habe, textlich hier alles, die ganze Nacht war ich wach bis 5 Uhr morgens sogar. Und dann passieren ein... Jo. Wo ist er? Also wo sind sie, also sieht ihr überhaupt was? Einige Sachen, über die ich jetzt gerade nicht reden will, so, dann denkt man sich, okay, der Druck ist ja wahrscheinlich doch höher, als man das denkt. Also, so. Ich muss wirklich sagen, bei dir fand ich das wirklich sehr, sehr schade, weil du hast wirklich sehr interessant reingestartet. Sheriff D. Schade. Die Besten aus eurer Gruppe waren wirklich für mich Bensko, Ozan und Roba heute. Ja. Auf jeden Fall. 100%. Oder ich will auf jeden Fall was sagen. Die Jungs haben Gas gegeben, ich war ja immer bei den Wand. Er ist so. Immer als Gruppe zusammen, schon seit Tag 1. Wir haben uns gut verstanden, wir haben uns getroffen, wir haben immer zusammen gemacht. Die Jungs haben Gas gegeben, die Jungs haben Baba-Texte abgeliefert. Natürlich. Er schützt die doch. Stark, Digga. Rate ich, Digga. Er schützt die doch. Ist alles scheiße. Schön und gut, Ozan. Dankeschön auf jeden Fall. Aber die Leistung hier zählt. Alles, ja, da hast du recht, mein Bruder. Aber dir. Alles klar. Er hat versucht noch. Er hat versucht. Er hat ja, gecarried. Meine persönliche Leistung, um ehrlich zu sein, nicht. Ich denke immer, es geht ein Level höher, ein Level besser so. Leider hatten wir ein paar Probleme in der Gruppe so. Da gab es leider zwei Ausfälle, die den Text dann vergessen haben. Obwohl ich weiß, dass die Jungs das können, dass die Jungs wirklich Gas geben können. Der eine ist wirklich sehr, sehr textsicher und freestylt alles runter. Das ist der Crimes, der ist sehr stark. Und Smelly hat auch leider einen kleinen Aussetzer gehabt so. Ich weiß, ich glaube wahrscheinlich die Nervosität oder so, aber ich weiß, dass die Jungs drauf haben. Und ich persönlich... Guter Gruppenname, Seven Deadly Sins. ...gebrettert so. Pull up, pull up. Nichtsdestotrotz denke ich, ey, so ein bisschen mehr Energie hätte noch sein können.
Aber das lag leider daran, dass ich mich auf die Größe von den anderen Kollegen anpassen musste und nach unten. Yo, er sagt, Bruder, in meiner Gruppe waren nur Small Boys. Aber sonst war eine gute Leistung. Ich wäre krasse, wenn wir alle unter über 1,70 mindestens wären. Das wollte er gerade sagen. Er hat gesagt, ihr seid alle Small Boys. War geil. Okay. Ey, ich schwöre, wenn der jetzt verkackt, ne? Nein, Digga, ich schwöre, dass die verkacken. Man hat Edo-Tensei gemacht, er lebt wieder, alles ist okay, Bruder. Man hat ihm Wasser gegeben, ausreichend Wasser. Eigentlich muss er jetzt liefern. Alles gut wieder? Alles super. Du, da war die ganze Zeit alles gut. Okay, sehr schön. Dann leg mal los, Jungs. Let's go! Brr. Wish, 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 wish. Wish, 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 wish. Oh. Wish. Was geht ab, Ma Bro? Tanz im Nike-Tech an, ich bring Saft und Coke. Während du grad da wartest, bis Sattler kommt, sitz ich bei dir zu Hause und lass die Kachba ab. Mach die Taschen voll, weil ich mach dich leer, was im Plattengold gibt die Platten her, was im 100k, ich werd Millionär, ja der ganze Scheiß ist nur die Spitze vom Berg. Ey, was Quatsch, nicht rappe von Waffen, doch alles Plastik. Babbelt sie von Kissen, doch seit 7 für ein Gang. Auf ersten Blick erkennt man, was du für ein Schwanz bist. Deshalb kann es passieren, dass ich mich schämst, einfach OZF, meine Klick, meine Gang, meine Keep. Halt besser die Stellung, Sibi, wenn wir kommen, wird gefickt. Die räumen alles ab, hinterlass keine Spuren. Das einzige, was du findest, der Filter von meinen Schuhen. Komm in die Mann, alles ab, hinterlass keine Spuren. Der ist auch sehr seriös, der hier. Der verzieht keine Miene. Der verzieht keine Miene. Ich glaube, er ist ein Hater. Ich glaube, er ist ein Hater. Das einzige, was du findest, der Filter von meinen Schuhen. Komm in die Mount Kali, hinterlasse dein Zeug. Ich stand der Filter von meinen Schuhen. Komm in die Mount Kali, hinterlasse dein Zeug. Ich stand hier von meinen Schuhen. Komm in die Mount Kali, hinterlasse dein Zeug, ich stand hier. Für den Aston Martin, büchst dich die Bitch und saugt dann mein Kari. Komm mal Spanol, ist Saschgeschmack. In den Konvoi pack Flatschko ab. Schon wieder die... Nix verstanden. Nix verstanden. Leute aus Nachbarschaft meckern rum, weil die weiter dort gestanden. Trap-Haus stinkt nicht, weil Nikotin in Wänden bleibt. Schon geht... Lange kriegen Menschen... Yo, warte. Eigentlich war jetzt der schwarze Bruder dran, aber jetzt hat Rote Kappe übernommen und verkackt auch. Das ist leider eine schwache Gruppe. Warum guckt er so, als wäre er verwirrt und fragt sich, was abgeht? Das liegt doch an dir. Guckt, achtet mal auf ihn. Er guckt kurz so nach links und so. Warum ist er verwirrt? Trap-Haus stinkt mies, weil Nikotin in Wänden bleibt. Schon geht... Warum ist er verwirrt? Chaya schreibt mir, Chaya, sie will Candlelight. Sie denkt... Chaya schreibt mir, Chaya, sie will Candlelight. Wow. Relatable. In Wänden bleibt. Schon geht... Danke, kriegen... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ein Replay bitte nochmal. Trap-Haus stinkt mies, weil Nikotin in Wänden bleibt. Schon geht... Danke, kriegen... Bruder wollte kurz wissen, wo der Weg ist. Chaya schreibt mir, Chaya, sie will Candlelight, Digga. Denk, dass ich zahle, doch für sie hab ich keinen Cent dabei. Sie okay, schwarzer Bruder ist angespannt. Guck mal, wie er mitvibet. Er kann nicht mehr mitviben. Chaya schreibt mir, also, Chaya, sie will Candlelight, sie denkt... Yo, Queres, willst du rappen? Dass ich zahle, doch für sie hab ich keinen Cent nee, nee. Dabei. Sie ist stolz auf mich, doch kennt nicht mal meinen echten Namen. Deine Freundin schiebt wegen dir Debris, fängt mit Flexen an. Ey, wie viele Restaurants, so viele Packs, dass ich mich frag, wie ich texten kann. Ey, Lieferung bestellt, bald kommt dein Essen an. Ey, Digi war geklebt wegen den Resten, meine Brüder sind vernetzt. Bielefeld, wenn es sein muss, nimm die letzte Bahn nach Sika, dass der Party wieder lächeln kann. Fragst, wer ist der Beat, doch der ist nicht free. Kleiner Peter, wusstest du nicht, dass mein Geld nicht liegt? Kleiner Peter. Mit meinem Budget und das Geld, es fliegt. Aber irgendwie bleibt immer noch das Geld das Ziel. Ah. Komm in die Mount Kali, Niederlande, dein Zeug, ich stand hier. Mit den Aston Martin, bückt sich die Bitch und saugt da mein Kari. Spanol ist Saschgeschmack, in den Konvoi pack Flatschko ab. Schon wieder die Leute aus Nachbarschaft meckern rum, weil die Beißen sind. Salzgeschmack. Sag mir, wie oft diese Déjà-vus in meinem Blut. Singen kann er, singen kann er. Wir sind gezeichnet vom. Jetzt hab ich Angst, Digga. Jetzt hab ich Angst, jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Ich will da nicht rein, Mann. Ich will nicht rein. Ich will nicht rein. Ich hab Angst, dass er uns 200 Jahre zurückschickt. In meinem Blut.
Oh, er hat Durek abgenommen. Er meint Business. Er meint Business. Er hat sein Durek abgenommen. Er meint Business. Wir sind gezeichnet vom Leben, deshalb sind die Besten. Ich weiß, wie beim Zahnarzt. Ja. Den Namen trage ich von Estrada. Wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gewahrsam. Ja. Diese Kurven so krank, man, ich fühle mich erkältet. Buche 5 Sterne, Hotel für Nächte. Allergie gegen Minus, deshalb fliege ich zu. Plus ein gutes Verhältnis. Wir kaufen Wort. Den, diesen Part konntest du nicht auswendig? Was? 8 Bars. Den kann ich jetzt lernen. Ich lerne den in 10 Minuten. Dafür hat er jetzt... Für den Part ist er kurz gestorben. For real, für den Part hat er... Für diesen Part? Für den Part? Ich brauch Wasser, bitte. Ich glaube, ich brauch Wasser. Eben deshalb sind die Besten, ich weiß, wie beim Zahnarzt. Die Namen trag ich von Estrada. Wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gewahrsam. Ihre Kurven so krank, man, ich fühl mich erkältet. Buche 5 Sterne, Hotel für Nächte. Allergie gegen Minus, deshalb flieg ich zu. Plus ein gutes Verhältnis. Ende auch nicht verstanden. Ich glaube, der ging länger, aber er hat gesagt, das krieg ich nicht hin. Wodkaflaschen, wir lieben Box und Waffen. Okay. Wir wollen noch mehr machen. Wir sind Jungs vom Block, hier Spasten. Bruder, lauf weg, wir werden gejagt. Von lauf weg zu, wie werden wir Stars. Aber ich vertraue auf meinen Plan. Ah, oh, Bad Days kommen nicht mehr vor. Okay, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Seid leise, er kommt wieder. Aber ich vertraue auf meinen Plan. Ah, Bad Stars. Was ging. Sorry, dass ich auf alles achte, ne? Aber er ist angespannt, mein Bruder. Guck mal, wie seine Miene sich ändert, als er wieder ans Mic gehen muss. Ich vertraue auf meinen Plan. Ah, Bad Days kommen nicht mehr vor. Werde geweckt von Sonnenstrahlen. Die Melodien bleiben im Ohr. Je suis avec mon entourage. Es macht Zoom mit der Kamera, Bruder, in die Juice. Die ne Stimme, die ruft. Aber alles gut, weiß, was ich tu. Die Tracy ruft. Sag ihr Papa und schwink ihr zu. Ich bin nicht im Mut. Nein, mach nicht, mach nicht, mach nicht. Muss nicht, muss nicht. Muss nicht, muss nicht. Ruinier. Jump vor den Männern im Blau. Krisen wegen Paketas. Gelbe Briefe, die sich stauen. Straight aus meiner Favela. Quatsch nicht viel, Puto, nein, du weißt nicht, wie die Jungs hier im Park am Verteilen sind. Geh den Weg wie Kalito, du Kleinkind. Entweder reich oder Enti als Leiche. Entweder reich oder Streifen. Oh, Handy, Handy mag ich nicht. Ich mag Handy nicht. Handy mag ich gar nicht. Ende ist als Leiche, muss Preis bezahlen. Keine Gnade vom Ries, die Scheine stapeln. Sammeln dich ein ohne Kennzeichen in Seiten. Der ist gut, der ist gut. Der und Sonnenbrille sind gut. Der Rest leider sehr mit. Der gibt mir Untertitel. Der Bruder will heute nicht auf Deutsch machen. Er will nicht auf Deutsch machen. Mein Bruder sitzt auch wie lange noch. Free FD hat die Police ja gebrochen. Angst, ich hab Angst. Papa auf Razzia. Okay. 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 Stark, stark, stark. Abgehakt, abonnier mich, abgehakt. Walla, Bruder. Sonnenbrille war stark, Sonnenbrille war stark. Nein. Choreo war stark, stark. Dankeschön für diesen unterhaltsamen und coolen Auftritt. Geile Choreo. Viele Künstler haben geglänzt von euch. Einige auch nicht.
aber rote Cappy, dazu kommen vielleicht die anderen. Rote Cappy war es nicht. Ich muss wirklich sagen, die Performance, vor allem gegen Ende, wo ihr das so zusammen gemacht habt, voll cool. Vor allem Kennern, ich habe dir bei Icon 4 gesagt, dass du dich ein bisschen zu wenig bewegt hast. Und jetzt fand ich, hatte so viel Spaß, ne, dir zuzugucken, das war echt geil. Dankeschön. Sentry, bei dir... Naja, bewegen, muss das sein? Muss das jetzt sein? Also wenn er gut ist, dann ist er gut. So, also jetzt, jeder ist jetzt an jeden gerichtet. So. Wenn er gut ist, dann ist er gut. Er muss jetzt nicht bewegen. Da war irgendwie nichts. Also du hast dich am Anfang sehr versprochen auch. Da war ein bisschen zu viel Nudel. Du bist zwar wieder reingekommen, sehr gut am Ende, muss ich sagen. War interessant. Danach wieder. Nee, er ist auch nicht reingekommen. Ist natürlich... Er war leider sehr... Leistung gewesen. Kiris, dennoch, wir sind sehr stolz auf dich, dass du trotz diesen Patzer vorhin... Das war Buddy. Das ist jetzt hier mit so einer Leichtigkeit. Digga, das. Nein. Er hat gekappt, Mann. Dankeschön für den Auftritt, Jungs. Ich weiß nicht, es war alles so stressig. Ne, die Luft war schon ein bisschen komisch, als wir direkt oben gegangen sind. Also sind wir reingekommen. Da habe ich bemerkt, schon bei mir, mir geht es ein bisschen schlecht, aber ich wollte das gar nicht zeigen, weißt du? Ich war beiseite, ich habe ja so getanzt, gevibed. Aber im Endeffekt, ich war wirklich innerlich. Gönn dem Bruder. Ich gönn, Bruder, ich gönn. Ich war schon am Zittern, sage ich dir ehrlich, weil, keine Ahnung, die Luft, irgendwas hat mich auf jeden Fall richtig krass hochgenommen. Ja, ich sag dir ehrlich, ich war schon nervös. Also ich glaube, von uns alle waren nervös, ne? Ist aber auch normal. Also egal, irgendwo alle sind wir Teams, aber irgendwo alle guckt auch jeder auf seinen Arsch, ne? So. Im Endeffekt, jeder will hier als Gewinner rausgehen. So. Und da keiner will sich ja opfern lassen. So, Digga. Im Endeffekt musst du schon ein bisschen auf deinen Arsch gucken. Ich guck halt auf meinen Arsch, Mann. Ich hole mir einen Spiegel. Okay, jetzt kommt Akawi, Kelmo, Neon, Skandal und Infinite. Glaubt ihr, da wird auch ein Patzer drin sein? Ich weiß es nicht. Also, heute war ja nur Patzer. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die hatten, um sich vorzubereiten. Aber das war nicht genug, Digga. Diese Masken sind goofy. Die müssen nicht sein. Gruppe Nummer 7. Wie fühlt ihr euch? Überragend. Überragend. Blendend. Der Bruder, der blendend gesagt hat, hat komplett verkackt und auf einmal albanisch gesprochen. Sagt einfach, jo, mir geht's gut, ich will jetzt einfach mal direkt rappen. Sehr schön. Habt ihr euch gut vorbereitet? Nein. Kamt ihr gut miteinander? Habt ihr euch gut vorbereitet? Nein. Na klar? Nein. Das sind die besten Voraussetzungen. Ich wünsche euch optimal. Viel Spaß. Optimal. Herzlichen Dank. Stark, Digga. Er hat auch gar keinen Bock auf die... Ich wollte schon haten. Was geht ab? Icon 5. Wir begrüßen unsere Gegner und die Jury mit einem dreifachen Schwanz. Das muss nicht sein. Okay, das ist halt... Das muss nicht sein. Bald kennt uns jeder. Hey, auf der Straße wird Thema. Hey, hängen immer noch am selben Ort. Unerreichbar sind dafür geboren. Bald kennt uns jeder. Jeder! Auf der Straße wird Thema. Thema! Hängen immer noch am selben Ort. Unerreichbar sind dafür geboren. Das war gar nichts. Nee, Digga. Sorry, aber nein. Auf der Straße sind wir Thema. Thema. Sturmmaske, Blockschaden, Buja, fahr nach Abladen. Lass sie vorher Cockblasen, ficke deine Kompanen. Ewa, push die Ware weg von A nach B. Sie sagt, ich hab Superkräfte. Doch das ist kein Anime. Rapper der Vergangenheit macht mir auf Rockstar. Doch heute sind sie im Kinderzimmer, drehen ihren Podcast. Bin stärker als Larry von Lobster und mach der Tochter deines Opas heute noch eine Tochter. Sag deiner Bitch, ich geh nicht dran, ich hab da Zeit. Alter, zeig Gesicht, ich sag, ey. Mit deutschem Rap, genau das mein ich, wenn ich sag, ich hab die Finger im Geschäft. Bitch, senk deinen Blick und frag erst nach, bevor du redest. Steck mein Schwanz in deine Kehle, nein, wir waren uns. Sehr viel vulgär, sehr vulgär immer. Warum so vulgär? Immer so vulgär. Wie ähnlich, Backboard voller Sabber wie die Münder eurer Weiber. Ich mach fünfstellig auf einmal, ihr kommt pünktlich zu der Cypher. Der Jogger rutscht, ich trag ein Bündel an meinen Eiern. Sagt, den kümmert deine Leier, raucht dein Stimmel und geh weiter. Kennt uns jeder, hey, auf der Straße sind wir Thema. Hey, hängen. Hey, nein, nix, hey. Keine coole Hook, Digga. Lame, lame Beat, alles ist lame. Immer noch am selben Ort, unerreichbar sind dafür geboren. Bald kennt uns jeder, jeder. Auf der Straße wird Thema, Thema. Hängen immer noch am selben Ort, unerreichbar sind dafür geboren.
Alle zeigen dir ein Gesicht am Ende des Tages. Step ans Mike, als würde mir die ganze Welt gehören. Die Art, wie du hier sprichst und nicht dein Aussehen, hat mich abgeturnt. Eure neidischen Blicke geben mir, was ich brauch. Du stirbst an deinem Mast, denn alles, was ich hab, willst du jetzt auch. Schon interessant, wie Zeiten sich verändern. Jahre waren geprägt von schwarzen Tagen im Kalender. Vergangenes wird nie vergessen, egal ob du jetzt Geld hast. Aus diesem Grund tragen wir tiefe Narben unter der Pilster. Was manifest live, immer noch dieselben Brüder seit Tag 1. Wege Maschekiel in meinem Kopf. Kennen Brüder, kein Pardon. Wallah, ihr habt das alles nicht gewollt. Das sehe ich schwarz, wenn deine Träne tropft. Gott, verzeih uns. Gutes Herz, böser Einfluss. Keiner verkackt. Keiner verkackt. Dieses Hey passt nicht. Thema, weil shit ist ernst. Ist einfach, das, ich fühl's gar nicht. Ich fühl's gar nicht. Ich hab die anderen Songs viel mehr gefühlt als das jetzt hier. Da bin ich komplett. Ich finde den Beat unnormal scheiße. Der Beat ist ass. Der Beat ist Dudu. Was hat BZ gerade gemacht? Gutes Herz, böser Einfluss. Was war das? Gutes Herz, böser Einfluss. Woher kam der? Woher kam der? BZ approved, Digga. Stempel drauf. Beat is ass. Hey, auf der Straße wird immer. Hey, hängen immer noch am selben Ort. Unerreichbar sind dafür geboren. Bald kennt uns jeder. Das ist so ein 2008 Beat, Digga. Jeder auf der Straße wird immer. Thema, hängen immer noch am selben Ort. Wie er kurz wegguckt, während die anderen die Adlibs machen, ist auch nice. Jeder auf der Straße wird Thema. Thema. Er macht No-Look, No-Look-Rap. Hängen immer noch am selben Ort. Unerreichbar sind dafür geboren. Was geht ab, Bruder? Aber wenigstens hat keiner verkackt. Genau so, nicht anders. Das rate ich bei der Gruppe. Wenigstens hat keiner verkackt. Pluspunkte. Haben funktioniert, oh. Wie fühlt ihr euch mit eurem Auftritt? Schlecht. Auf jeden Fall katastrophal. Ich muss sagen, ihr seid wirklich die erste Gruppe des heutigen Abends, die einen Applaus von der Jury bekommen haben. Eine wirklich sehr, sehr starke Leistung. Stark, Respekt. Sehr gut. Vielen Dank, Jungs. Ich finde die Zusammenarbeit, also das Intro, was ihr vorbereitet habt, generell so, das ganze Konzept fand ich sehr stark. Mubunwo, ich habe so oft auf Vines reagiert, also nicht im Stream, sondern selber immer geschaut. Ich kenne alle, Digga, das wird mich nicht umhauen. Skandal, auch sehr starke Lines. Na, wahnsinnig. Die da empfindet, auch sehr gut anpassungsfähig, vor allem eure beiden Stimmen. Akaui hat mich richtig... Am Ende ist das alles sehr subjektiv, Digga. Am Ende. Ich weiß 100%, es gibt Leute, die das unnormal feiern. Ich aber nicht, Digga. Das war es einfach nicht für mich. Stimme geflasht, hatte ich gar nicht erwartet. Das war sehr schön sauber. Kelmo, du auch, sehr rap-technisch. Ist sehr sauber, sehr stark. Also das war echt ein ordentlicher Auftritt, den ihr gemeinsam geleistet habt. Ja. Ihr seid die erste Gruppe, wo man gemerkt hat, dass ihr am besten zurechtgekommen seid miteinander. Man hat die Chemie bis hierhin gespürt. Und eine Frage an dich, Skandal. Wen meintest du mit diesem Podcast? Es gibt ja genügend Künstler oder genügend Musiker, die irgendwie auf die glorreiche Idee kommen, nachdem die feststellen, dass die Musik nicht mehr so läuft, Podcasts zu drehen. Wer ist über, das? Keine Ahnung, über Katzenfutter berichten. Ich weiß selber nicht. Alles klar, Jungs. Danke für den super Auftritt. Die haben das sogar übertroffen, was ich mir vorgestellt habe. Also jeder Einzelne hat sich von seiner besten Seite aus gezeigt. Viele haben gefragt, wer war der Beste, wer war der Schwächste. Ich habe dann immer so gesagt, du kannst keinen Bogenschützen mit einem Schwertkämpfer vergleichen. Wow. Weil jeder hat seine eigene Art und Weise. Du kannst keinen Bogenschützen mit einem Schwertkämpfer vergleichen. Und jeder war krass in dem, was er gemacht hat. Das war stark, Digga. Das war auf jeden Fall stark, bei uns der stark, Fall. Stark. Und jeder hat auch seine persönliche künstlerische Ader vorausgezeigt bei dem Song. Und ich bin einfach gespannt auf die Resonanz. Die Resonanz, Digga. Ich schwöre, Rapper lieben das Wort Resonanz. Sie lieben das Wort Resonanz. So, als nächstes ist zuletzt Hasuna, Azu, Biggie, Shabab und Vito. Bin gespannt. Die sehen confident aus. Guck dir den. Der sieht sehr confident aus. Der darf nicht verkacken. Den kenne ich. Biggie kennt man. Umgehen von Mops. Deshalb Shack on me. Und By the way kennt man auch. Biggie, nimm mal auseinander. Ach, alles gut. So, Jungs. Deshalb Shack on me. Ich würde jetzt auf Anhieb sagen, ihr seid die 5 mit dem größten Namen hier bei Icon. Seid ihr auch... größter Name? Okay.
größter Name. Give me the money. Zeig mal bitte deine Waves kleiner als 3 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 kleiner als 3. Junge, warum schickst du mir einfach Herzen? Wavecheck mach ich bald, Digga. Bald kommt Reveal. Auch zurecht. Kleiner als 3, kleiner als 3. Ich mag die Stimme. Kleiner als 3, kleiner als 3. Aber danke, Digi. Wer war das überhaupt? Das wird mir nicht angezeigt. Schau mal in den Chat, wer das war, Digga. Küss dein Herz. Gekommen oder gab es Ego-Probleme? Ego-Probleme? Nee, denke nicht. Niemals. Die Durek-Polizei. Gesund und familiärisch geworden. Wir sind Jam und. Ja. Was ist streng? Die reden da zu viel. Da reden die zu viel. Da hast du dieses. Die stellen eine Frage, jeder will was sagen. Wir sind Tamiler, eigentlich alle. Ich komme aus Sri Lanka. Okay, viel Spaß mit dem Auftritt. Sri Lanka. Dankeschön. Simba, ich küsse Herz. Ich liebe euch. Ich liebe dich. Wow, okay. Digga, die pushen sich auch krass. Ich liebe euch. Gib ihn, check! Ach, ich liebe diese Runde, Digga. Ich liebe das. Gut, dass wir einfach quer eingestiegen sind. Gib ihn, check! Ich liebe euch. Gib ihn, check! Check! Digga, die pushen sich aber schon sehr stark. Travis, ja! In der Favela, hier ist es dunkel, ich bin gebunden in Favela. Sorg mich um Kunden und dreh meine Runden in Favela. In der Favela, in der Favela. Er kann schon, Digga, er ist schon stark, Digga. Der Brasilianer, er rastet aus. Kommst du aus Favela? Carau. Fala. Main Character denkt halt immer noch, er wäre krasser Main Character. Du findest mich im Wilden Westen wie Lucky Lou. Verletzt in der Stadt und du. Wir machen Sessions in meinem Bett, kein Honeymoon. Ich hätte nicht diese Stimme erwartet bei Main Character. Ich von der Trap zu einem Penthouse. Fetzen der Grund, warum ich schnell lauf. Schnell lauf, weg vor der Bodies. Dillemann, ja, wie bei Majoli. Stimmen im Kopf zu laut. Ich will aus der Trap raus. Ich will aus der Trap raus. Bin gefangen im Quartier. Wenn sie mich packen, sieht schlecht aus. Weil sie mich alle als Täter sehen. Rollen nach dem Rolls Royce, Baby. Meine Sprint würde ich jeden Tag, mein Baby. Auch wenn ich dich sehr auf den Was ich gerade gemerkt habe, ne? Was ich gerade gemerkt habe, ne? Dieses Mike, ne? Die sind mit deren Mund so richtig nah, so. Digga, riech mal nicht den Mundi von den anderen. Ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich hätte so, wow, scheiße, ich kann nicht. Sorry, ich kann nicht. Schmeiß mich raus. Dass einer hat die Zähne geputzt. So wäre ich. Ich könnte das nicht machen, Digga. Ich wäre weg. Ich hätte simuliert dann. Den so nah an diesem Ding, die machen diese. Und die schreien ja auch. Die schreien da richtig rein. Achtet mal auf den. Deutschland, Baby. Trotzdem bleibst du weit. Unser Vibe ist so crazy. Niemals verliere ich mit meinem Bruder. Du weißt, ich hab dich auf dem Radar. In Favela bleibt es Radar. Oh, Bruder, in der Favela. Favela. Energy ist aber stark von den Jungs. Es ist dunkel, ich bin gebunden. Aber Badaway ist krank. Er rastet aus. Warum rastet er so? Favela. Favela. Sag mich um Kunden und dreh meine Runde in der Favela. Favela. In der Favela. In der Favela. In der Favela. In der Favela. Er singt um sein Leben. Ich könnte, as a man, ich könnte niemals für 3 Männer vor mir um mein Leben singen. Warum singt er so um sein Leben? Bruder, er singt so, als wäre die Miete fällig. Guck mal, wie er Adlibs macht. Er macht Adlibs, als wäre die Miete fällig. Today. Ansonsten, Brudi, Zwangsräumung. In der
rent is due, ja. Goal, ich mach paar Picks am Abend, ich roll in den Gehwaggon. Denn für die Taten muss ich zahlen, da gibt's kein Pardon. Für alte Freunde, gib mir Fick drauf, falls ich wiederkomm. Schaut auf die Brust, die schlechtes Wolle wie beim Bier. Bei der Way wieder da, welcher Hund so Bella. Wenn der Wimmy da, welcher Hund sucht Bella, Digga. Komm. Bei der Wimmy da, welcher Hund sucht Bella. Machst du Faxen bei mir, schick ich dich auf Bretter. Habe gar kein Problem, dir dein Leben zu nehmen. Bin auf Flucht, auf für morgen wird besser. Schau, mach dir bitte keine Sorgen. Ich hab wieder viel zu tun, ich komme morgen. Mach dir gerne Kopf, was du brauchst, kann ich dir besorgen. Schieß meine Augen und ich flieg mit dir zum Norden. Mach nicht auf Gangster, werd nachts zum Verbrecher. Sprich dein Gebet in der Kehle, steck Messer. Schäm, schäm ist bitter, mach Platz und Pisser. Pop meine Songs oder fickt eure Mütter. Ohne da, niemals versinkt. Jetzt der Haare, wow. Mein Bruder, jetzt der Haare. Guck mir, ich hab dich auf dem Radar. In Favela bleibt es fatal, oh Bruder. In der Favela, Favela. Hier ist es dunkel, ich bin gebunden in Favela. Der kann Hooks, der kann die Hooks. Warum zeig dir immer Mittelfinger? An wen geht das? Ich weiß nicht, Digga. Er war schon sehr stark. Ich weiß nicht, ob er an unseren Metrigims rankommt. Wow, Jungs. Aber ich fand die stark, Digga. Mittelfinger geht an uns, glaube ich, auch. Wow. Hört ihr mir zu, oder? Ja, normal. Sicher. Das Wort gehört dir, Habibi. Wow, also unglaublich. Die sind auf einen Film alle immer das. Kranker Auftritt. Ihr wart für mich heute die krasseste Gruppe hier mit Abstand. Ihr habt wirklich, also wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Jungs. Dankeschön. Das war krass. Dankeschön, Walla. Dankeschön, Walla. Geil. Die hat Main Character Biggie. Geil. Und geiles so. Ding, geil. Dankeschön. Also ich fand unseren Auftritt, ich war sehr, sehr sowieso selbstsicher irgendwo. Und so, wir hatten eine sehr, sehr starke Gruppe. Wir sind eine sehr, sehr starke Gruppe. Und wir sind auch mit dem Selbstvertrauen. Ey, wie geil, Digga. Abgerissen auch. Wie geil. Okay, das war nice. Schön, das war funny heute. Das war funny. Blendend. Sehr motiviert. Blendend. Bruder, nix war blendend, Bruder. Du warst ein Blender. Okay, seid ihr ready? Sehr wild. Seid ihr sehr wild. Bruder, ready sein Daddy, weißt du schon. Ready sein Daddy. Ready. Dick war ready. Was hast du gesagt? Dick war Dick ready. Wir sind ready geboren, Habibi. Okay, seid ihr ready? Wir sind ready geboren, Habibi, hat er gesagt. Ready sein Daddy, weißt du schon. Wir sind ready. Ich verstehe nicht, warum er sich so groß geredet hat. Geboren, Habibi. Okay, seid ihr ready? Auf jeden Fall, Mann. Okay, dann. Das war wirklich die geilste Gruppe. Ich musste so lachen. Ich hab Angst vor VHD, erspar dir deinen Nachnamen. Ich sorg dafür, dass die Q6 nicht mehr Bahn fahren. Was für Straftaten, das beruht auf Tatsachen. Mach mir nicht auf, man, ich schieb euch flattern ohne Fahrkarte. Ruf die Brass aus Guinea und aus Mali. Fahre vor immer Maserati, kontrolliert das Spiel wie Nani. Jeden Tag am Machen, Brass, drückt die Bellarabi. Keine Zeit für eure Party, weil ich ja genug das war. Jeden zweiten möchtige Rapper in Boxerpose. Nach dem Schluck von der Wodka-Dose. Das ist Christ, Motherfucker, du weißt, ich schick dich schlafen wie eine Vollnarkose. Ermittlungen laufen, Beweise gibt's keine. Symbol mir auf den Fersen, kennt mein Anwalt die Scheiße. Da GDJ diverse. Mein Baby, sie bleibt im Blau. Ach, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Herrlich, 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 wirklich. Das ist dafür. Mein Baby, sie bleibt im Block. Sie bleibt auf der Street. Oh, 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 oh. Mein Baby, sie bleibt im Block. Sie bleibt auf der Street. Oh, 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 oh. Pull up, dreh dich. Ja, die Bitch baut sich stetig. 550 zu ewig. Sie fliegt zurück nach Venedig. Sie fliegt zurück nach Venedig. Nach Venedig, sie kommt nicht zurück. One-Way-Ticket, sie fliegt zurück nach Venedig.
Sie kommt nicht mehr zurück. Pull up, dreh dich, dreh dich. Ja, die Bitch protestiert dich. 5x5 ist beendet. Sie geht zurück nach Venedig. Ich liebe ihn, ich schwöre, ich liebe ihn. Geil, 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 geil. Geil, geil. Das ist aber nice, Digga. Damit sie die 12.000 Likes schaffen. Wir sind schwarze Jungs, doch wir jagen buntes Geld. Ich nehm, was mir gefällt.